Hallo liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns den Monat Mai uns anschauen. Ja, bitte bedenke, liebe Zwillinge, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Das sage ich jedes Mal. Bitte hört dir auch deinen Aszendent, Mond und Venus Sternzeichen. Die spielen auch eine große Rolle. Nicht nur dein Sonnensternzeichen. Ja, so, okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Wir hatten ja diesen wichtigen Vollmond in Skorpion. Wir wollen wissen, welche Türe sich geschlossen hat hinter dir und welche neue Türe sich geöffnet hat. Ja, für diejenigen, die sagen, nee, Katja, ich denke nicht, dass die Türe sich ganz geschlossen hat. Ich habe noch ein paar Dinge. Ich bin noch nicht fertig. Das ist klar. Es gibt viele Menschen, die gerade auch noch nicht so weit sind, ja, um diese neue Türe zu öffnen. Es kommt immer drauf an, ja, was für eine Situation du erlebst. Mal schauen, liebe Zwillinge, für dich im Kollektiven, ja. Da hat sich nichts selbstständig gedreht. Wow, okay, sehr schön. Kam auch bei den Widder raus. Das ist eine schöne Verbindung. Das ist hier, wenn man Mitgefühl hat mit zu den anderen. Das ist hier eine neue Liebe. Das kann gut sein, dass man wieder seinen Partner findet in der Beziehung. Man hat sich mal verloren, ja. Wie gesagt, es könnte aber auch eine neue Liebe sein, die diese Türe öffnet, sich zur Beziehung. Muss ja jetzt nicht unbedingt Liebe sein. Wir können hier auch sagen, eine schöne Freundschaft, die sich ergibt, ja. Du sagst, ich rede wieder mit meiner Schwester, ich rede wieder mit meinem Bruder, ich verstehe mich wieder gut mit einer alten Freundin, wir hatten irgendwie einen kleinen Streit, es passiert. Leute, das ist ganz normal, das ist ab und zu mal irgendwo, wie sagt man das, ja, nicht immer mit jedem den richtigen Klang hat, ja, also man resoniert ja nicht immer mit jedem und es kann ja gut sein, dass du jetzt hier wieder diese Verbindung hast mit dieser Person. Wie gesagt, für mich ist es hier auch die Liebe, ja, also hier könnte eine neue Liebe stattfinden, das könnte aber auch gut sein, dass du hier bereit bist, um die richtige Person anzuziehen, ja, also es geht hier um die Beziehungen, wie ich es auch dem Widder erklärt habe, diesen Zusammenhang, den sehen wir erstens vorne mit der Eins, ja, diesen Neustart, aber auch dieses Kollektive, ja, die Eins, dass wir mit allem verbunden sind, was um uns ist, und dann die Vier, die Stabilität, das Fundament, ja, aber wie funktioniert das? Nur mit der 5. Also du hast eine Quersumme von 5. Wenn die Veränderungen angenommen werden, wenn wir verstehen, ja, was wir wirklich wollen, wenn wir auch bereit sind, Dinge zurückzulassen. Also es geht nur, wenn wir wirklich bereit sind. Sonst kommt keiner rein. Ja, also ich denke, es ist sehr schwer, ja, immer die richtige Person anzuziehen. Ich denke, liebe Zwillinge, ganz viele Menschen da draußen haben wirklich Schwierigkeiten, sie auch anzuziehen, weil einfach die Vibration, mit der wir vibrieren, manchmal vibrieren wir sowas von in einer höheren Vibration, dass man nicht solche Menschen findet. Und heutzutage mit der ganzen Energie, die gerade abgeht, also draußen, was gerade passiert, ja, wenn wir das hören, überall, Leute, überall, ja, in jedes Land, da passiert schon viel. Ja, und dass die Vibration immer in seiner Höhe bleibt, das ist recht schwer, auch für diejenigen, die an sich arbeiten, ja. Okay, sehr schön, guck mal, was man hier hat, was du hier für eine Fülle hast, diese Fülle, die hier Abundanz, also diese Fülle, die dir auch etwas gibt, ganz viel, und wir sehen hier, es wächst was, ja, also ich denke, liebe Zwillinge, du hast jetzt etwas aktiviert in dir, ja, du bist hier bereit, die Dinge wachsen zu lassen, wie ich ja schon gesagt habe, eine Beziehung, aber nicht nur Beziehung zu dem Liebesmenschen, den man liebt, oder man muss unbedingt jemand haben, damit man glücklich ist, nein, man kann auch alleine sein, man kann auch alleine leben, man kann auch ohne Partner glücklich sein, ne? Es geht hier auch um die Beziehungen, um die zwischenmenschliche Beziehung, ja, zu den anderen, sehr schön, aber du hast es schon in dir. Okay, so, jetzt nehmen wir hier die Karten. Einen Augenblick, weil das ist klar, die rutschen hier immer. Das sind ganz viele. Die habe ich schon vermisst, meine metaphorischen Orakelkarten. Da schauen wir uns jetzt mal an, was sie uns sagen bezüglich deiner Situation, ja?
wo du dich gerade energetisch befindest. Ob das eine Situation ist, die du gerade erlebst. Kann ja gut sein. Das sind Prognosen, ja? Dass du quasi sagst, okay, das ist noch nicht passiert, Katja. Kann das gut sein, dass es passieren kann? Ja, könnte, ja? Immer bitte mit Leichtigkeit. Wow, ich sehe hier, wie sagt man das, eine Kaffe, ein offener, also so eine Kaffe, die, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht richtig ein, also sagen wir mal so, eine Cafeteria, ja, in dem hier ganz viele Menschen draußen sind, also man genießt hier, sag ich mal so, die Menschen, man genießt hier das Freundekreis, könnte man hier auch sagen. Das ist wie wenn du jetzt hier auch mit jemandem verabredet bist, ja? Würde ich hier sagen, liebe Zwillinge. Entweder du hast dich mit jemandem verabredet oder du wirst dich mit jemandem verabreden. Kann aber auch gut sein, du machst das jeden Tag. Kennt ihr die Menschen, die jetzt irgendwo in der Stadt arbeiten? Ja, das habe ich früher auch gemacht. Wir sind immer im Sommer zum Kaffee gelaufen, ja? Und haben Kaffee getrunken draußen, Eis mal genommen. Und genauso kann das ja auch gut sein. Oder du bist ein Mensch, der quasi auch als Kellnerschaft, ja, bedient, ja, andere Menschen. Das kann ja auch gut sein, du machst das als Nebentätigkeit, ja, du verdienst dein Geld. Das ist klar, jeder macht, was er kann, ja, jeder hilft sich, wie er kann, das ist klar. Und ich denke, das ist eine schöne Atmosphäre, ja. Also du bist hier nicht alleine, liebe Zwillinge, überhaupt nicht, ja. Und es könnte ja auch gut sein, du gehst einfach aus, du gehst mit Freunden, du willst reden und zwingen. Zwillinge sind wirklich Menschen, die kaum es alleine schaffen. Also ich sage jetzt nicht, dass sie unbedingt jemand brauchen, aber Freunde. Freunde sind schon wichtig für die Zwillinge. Vielleicht auch mal einen besten Freund, mit dem man reden kann, kommunizieren, vielleicht auch eine Schwester, einen Bruder. Komm, lass uns mal quatschen, lass uns mal reden. Und das sehe ich hier energetisch sehr schön, weil wir kommen ja auch in dieser Zeit, ja, und du bist ja sozusagen auch ein Sommerkind, kann man so sagen, ja, ein Spät, also Frühsommerkind, Entschuldigung, nicht spät, sondern früh, weil wir wissen ganz genau, dann kommt der Krebs, aber es fängt schon wärmer an zu werden und genauso ist es auch deine Essenz. Achtet bitte auch darauf, wann ihr geboren seid, in welchem Monat. Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel auch im Sommer geboren sind, aber sehr selten hörst du das. Nee, ich mag keinen Sommer. Das hörst du sehr selten. Die Menschen, die im Sommer geboren sind, im Frühling, ja, die mögen das gute Wetter. Die können das gar nicht gebrauchen. Es gibt aber auch Personen, die im Winter, im Herbst geboren sind und tatsächlich sagen, nee, du, ich mag den Herbst oder den Winter gar nicht, ja. Es kommt immer drauf an. Also wir Menschen, das ist schwer, uns glücklich zu machen. Ich sag mal so. Okay, machen wir weiter mit den Emotionen und den Gedanken. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Okay, ready. Ich bin bereit. Schauen wir mal, liebe Zwillinge. Aha, da hat sich schon was gedreht. Intuito, wow, sehr schön, gefällt mir schon. Ich liebe diese Karte. Chiarezza. Sehr schöne Karte, ich kriege hier richtig Gänsehaut. Richtig Gänsehaut. Okay. Richtig Gänsehaut. Und zwar, liebe Zwillinge, es geht hier um mehrere Situationen. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist nur eine Situation, weil das kann ja Liebe sein, das kann ja beruflich sein, dass etwas nicht mehr geht, dass etwas nicht mehr funktioniert. Wir sehen hier Destruzione, Vernichtung. Es geht etwas kaputt. Und dann haben wir die Karte, jemand fühlt sich nicht verstanden. Jemand sagt, hey, man versteht mich nicht. Also, wenn ich jetzt das so sagen darf, die Zwillinge, ich sage das so oft, ich das kann, sind Wesen, die man nicht immer versteht. Und die Zwillinge selbst wissen das auch, dass es kompliziert ist, sie zu verstehen, die Welt zu verstehen von den Zwillingen. Das ist wie, wenn du diese Menschen nie richtig kennenlernst, ja. Also wir allgemein tut, kann man nicht einen Mensch richtig kennenlernen, aber bei den Zwillingen ist es noch ein Tick schwieriger, ja. Und das könnte ja gut sein, dass du dich jetzt nicht verstanden fühlst von deinem Mitmenschen, dass du jetzt aber sehr stark an deiner Intuition verbunden bist. Also du bist hier mit deiner weiblichen Seite verbunden und dank dieser weiblichen Seite, dank dieser, ich sag mal so, dieses Intuitive, bringst du Klarheit in dein Leben. Aber es kann gut sein, dass die anderen dich nicht verstehen, dass die anderen nicht verstehen, was du sagen willst, was du denen kommunizieren willst. Ja, das muss aber auch nicht sein, liebe Zwillinge.
Dinge. Du kannst es niemandem recht machen. Du kannst es den anderen nicht immer recht machen. Und deswegen sage ich hier, bring Klarheit in deinem Leben. Hauptsache, du hast es verstanden. Du verstehst, was Sache ist. Und ob die anderen das verstehen oder nicht, da kannst du nichts ändern. Da kannst du wirklich nichts ändern, weil du kannst es denen wirklich sehr gut erklären, aber die checken das nicht, ja. Das kann aber auch gut sein, du hast mit jemandem zu tun, der gerade irgendwie die Türe dir nicht öffnet. Ich sag mal so, diese Person ist sturköpfig, ja. Ist sehr in diese Vernichtung, hat eine Energie, die sich quasi selber vernichtet, ja. Das ist wie wenn diese Person tatsächlich jetzt nicht hören will. Nicht auf ihre innere Stimme hören möchte, aber auch nicht auf dich. Es kann gut sein, du hast jetzt mit jemandem zu tun, der gerade nur auf sich hört, mental ist, ja. Und anstatt er oder sie dir zuhört, was du sagen möchtest, was ich sag mal so, liebe Zwillinge, du könntest eine große Hilfe sein für diese Person. Du möchtest diese Person unterstützen, du möchtest dieser Person beistehen, aber diese Person möchte nicht hören, fühlt sich nicht verstanden und ist sehr in einer Vernichtungsenergie. Vernichtet alles, was er berührt, weil er so stark ist. Versteht du? Also, das ist, liebe Zwillinge, nicht falsch verstehen, aber wenn man in so einer Energie ist, ja, dann nimmt man auch die Energie von anderen an. Also man nimmt auch den Hass. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade wirklich in einer Phase sind, was ich ja schon gesagt habe, draußen, wenn wir uns mal umschauen, ja, was gerade passiert mit den Menschen, verrückte Dinge. Und diese Personen, die ganz niedrig vibrieren, nehmen das noch mehr auf, ja, und das macht noch mehr Schwierigkeiten, das ist klar. Und deswegen könnte jetzt diese Person wirklich so in einer Durcheinander, also er könnte oder sie könnte sehr durcheinander sein, ja, irgendwie nicht wissen, wo er gerade ist, nicht verstehen, was er will und dich auch irgendwie mitziehen, obwohl du das nicht erlaubst. Also einer von euch, ich kann dir jetzt nicht sagen, bist du das, ist es der andere, geht es hier um Geschwister, geht es hier um eine familiärische Angelegenheit. Einer von euch weiß ganz genau, was Sache ist, lässt sich auch leiten von seiner Intuition. Aber auf der anderen Seite haben wir jemand, der eher Vernichtung, also destruktivo, Er sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Wenn du jetzt sagst, boah, guck mal, wie schön es draußen ist, sagt er auch, guck mal, wie scheiße es ist, ich habe keine Lust. Das kann auch gut sein, liebe Zwillinge, was die Geistführer jetzt gerade sagen, ist, dass es in einer Person drin ist. Es kann gut sein, du hast zwei Seiten. Wir wissen ganz genau, die Zwillinge kommen ja von diesem Mythos, ne? Indem die andere, man sucht immer, man sehnt sich immer nach dem Bruder, nach den Schwestern, ja? Nach dem Kontrapart. Und das könnte auch gut sein, dass es nur so eine Situation ist, ja? Dass du jetzt sagst, ich habe beide Versionen in mir. Ich habe eine Seite. So, liebe Zwillinge, kurze Unterbrechung, Speicherkarte überfüllt, ja? Okay, ich habe jetzt weitergesprochen, ich wäre jetzt fast zu den anderen Karten gegangen. Ich mache jetzt hier eine ganze kurze Zusammenfassung, ich habe ja schon viel gesagt. Wie gesagt, es könnte gut sein, dass es in dir ist, dass du hier diese einzige Energie hast, dass du sagst, ich habe eine Seite, die nicht will, ich habe eine Seite, die will, ja? Und die gehören beide zu dir. Du weißt ganz genau, Licht und Schatten gehört zu einem dazu. Kann aber auch gut sein, du hast jetzt mit einer Person zu tun, ob das hier jemand ist von der Familie oder das ist jemand, den du liebst, ja, und diese Person hat Schwierigkeiten, weiß nicht, wie er jetzt die Sache, wie er mit der Sache umgehen soll, ja, oder quasi auch du selbst, du könntest ja auch hier dich befinden und sagen, oh mein Gott, ich fühle mich nicht verstanden, diese Person versteht gar nichts, was ich sagen möchte und ich bin voll in einer Vernichtung, also ihr wisst ganz genau, wir vernichten, ja, um es zu transformieren, also das ist, man sagt ja auch nicht Vernichtung, was auch Shiva und Vishnu machen, sondern wir sagen Transformation. Und hier passiert dasselbe. Wir wissen ganz genau, wenn etwas nicht funktioniert, transformieren wir es. Ja? Entweder wird diese Person hier
sehen, was Sache ist, oder diese Person wird immer noch in seinem schwarzen Loch sein. Also quasi tiefer und tiefer gehen. Es gibt Menschen, die nie wieder rauskommen. Leider ist es so. Und dann gibt es Menschen, die kämpfen und sagen, nee, nee, ich möchte nicht in diesem schwarzen Loch drin sein und nie wieder rauskommen, ja? Aber ich sage immer, es kommt drauf an, was man für eine Seelenmansion hat. Das entscheidest du nicht, ja? Ich entscheide das nicht, niemand, kein Kartenleger, sondern deine Seele. Deine Seele beherrscht. Gerade gestern hatte ich eine Kundin, die mir sagte, ja, aber meine Seele tut mir das an, die Seele macht das. Ja, die Seele bestimmt, nicht du. Nicht du, also du bist Persönlichkeit. Also wir sind sehr mit der Persönlichkeit identifiziert. Wenn wir aber die Seele reinlassen, dann sind wir nicht mehr so. Dann sagen wir nicht gewisse Dinge. Dann erzählen wir nicht gewisse Dinge und sagen, ja, aber wieso tut es die Seele, wieso tut es Gott? Wir geben niemandem die Schuld. Weil wir ganz genau wissen, das ist ein Gemälde. Das ist irgendwie wie so ein Buch. Und mit diesem Buch, ja, schreiben wir erzählen unsere Geschichte. Ja, okay, gut, machen wir weiter. Du nimmst mir hier auf die Hexen, ja. Wir gehen jetzt zu den Hexen. Schauen wir mal, was die Hexen uns hier erzählen bezüglich der Situation. Liebe Zwillinge, wie gesagt, es kann gut sein, du hast eine neue Bekanntschaft. Du möchtest jetzt hier diese Liebe wieder pflegen, diese Beziehung wieder in Ordnung bringen. Aber irgendeiner von euch zwei ist vielleicht nicht richtig drin in der Energie oder schafft das nicht oder stolpert, hat Stolpersteine. Ja? Heißt aber nicht, dass diese Person es nicht schafft. Ja, guck mal, Besitzer greifend, Ossessione, Abtesa, jemand wartet hier. Auf was wartest du, liebe Zwillinge? Ja, du wartest wahrscheinlich, dass die Situation sich klärt. Du wartest hier, was diese Person dir zu sagen hat, ob diese Person das verstanden hat. Esplorazione, aber ich sage dir eins, du bist nicht mit den Händen so gebunden, dass du jetzt sagst, ich mache gar nichts oder ich bleib stehen. Nein, das ist keine Energie, die, wie sagt man das, ruhig ist, im Gegensatz zu dem, wen habe ich das gestern gesagt, zu dem Stier. Gestern habe ich zu dem Stier gesagt, du bist ein passiver Zuschauer. Nein, bei dir nicht. Bei dir, liebe Zwillinge, ändert sich etwas. Und zwar, du bist da und tust. Du experimentierst, du versuchst. Das ist aber auch richtig so. Du solltest hier nicht aufgeben. Die Situation, siehst du, sie ist verhedert. Du hast auch recht, dass es ein bisschen kompliziert ist. Du könntest jetzt sagen, diese Person hat Schwierigkeiten, weil er besitzergreifend ist, weil er besessen ist von irgendetwas. Kann aber auch gut sein, das ist die Energie, Leute. Reinigen wir uns die ganze Zeit. Ich weiß, es hört sich jetzt immer so blöd an oder so simpel. Was? Reinigen. Ja, zündet wirklich Räucherstäbchen an. Palo Santo, Salbei, macht das. Wirklich reinigt eure Wohnung auch, euer Haus mit Salz. Mache ich jetzt übrigens auch. Ich starte das jetzt auch am Wochenende. Denn man fängt jeden Sonntag an für 7 Mal. Also für 7 Mal kannst du das machen. Jeden Sonntag an jede Ecke. Ich fange das auch an, weil ich merke, dass das energetisch ganz viel passiert. Diese ganze Energie, die absorbieren wir. Und wir sind auch aus Energie. Das ist klar, wir sind Energienwesen. Und es gibt Menschen, die einfach nicht diesen Schutzschild haben. Nicht jeder ist geschützt, aber es ist wichtig, dass wir wissen, was draußen passiert, ist auch nur etwas, was in uns innen passiert. Also das ist immer alles Reflexion, das ist eine Spiegelarbeit und für manche von euch ist es gar kein schönes Ereignis, gar keine schöne Situation, aber trotzdem bleibt ihr nicht stehen, ihr bleibt da nicht sitzen und dreht an die Däumchen und sagt, okay, mal schauen, ja, hier schon, hier ist jemand, der wartet, aber ich denke nicht, dass es dieselbe Energie ist. Vielleicht könntest du auch sagen, ich habe es satt zu warten. Ich bewege mich jetzt fort. Ich schaue jetzt nach meiner Richtung. Ich schaue jetzt, dass diese Beziehung klappt. Und wenn nicht, dann muss ich etwas unternehmen. Es kann nicht mehr so sein. Also ich denke, liebe Zwillinge, hier sollte was unternommen werden. Es geht nicht so, dass man das so lässt, wie es ist. Weil hier hat jemand wirklich Schwierigkeiten. Und diese Person, ob das jetzt hier eine Tochter ist, ein Sohn, deine Schwester, dein Bruder, egal wer, ja, entweder muss diese Person auch professionell geholfen werden. Stell dir mal vor, du sagst jetzt, ja, ich habe eine Schwester, ich habe einen Bruder, der vielleicht jetzt irgendwie trinkt oder sich auch Schmerzen zufügt, ja, ich sollte jetzt etwas unternehmen.
Ja, also liebe Zwillinge, das ist nicht das erste Mal, dass wir mit so einer Energie zu tun haben. Leider ist es so, dass die Menschen sich auch zurzeit wehtun, selber. Vielleicht fühlen sie sich schuldig, haben irgendetwas gemacht und geben sich die Schuld. Und wir sind dann da für diese Personen. Wie gesagt, das kann ja auch der Liebende sein. Du kannst jetzt sagen, ja, mein Partner, meine Partnerin braucht mich, aber ich kann jetzt hier nicht mit den Händen gefaltet sein und nichts tun. Ich denke, wenn diese Person eine professionelle Hilfe braucht, ruf sie. Erkundige dich. Bleib nicht stehen. Das empfehlen dir hier die Karten gar nicht. Und bleib sitzen, bis die Situation sich noch mehr verheddert. Nein, ist nicht gut. Ist nicht gut, okay, liebe Zwillinge? Das ist der Tipp. Der Tipp ist, bleib nicht sitzen. Ja. Und die Situation ist verheddert. Aber du bist in einer tollen Energie. Also ich sehe schon mal mindestens einer. Und auch wenn du das selbst bist, du hast eine tolle Seite von dir immer noch. Ja, gib nicht auf. Geh Richtung diese Klarheit, dass du Klarheit in deinem Leben schaffst. Ja, also was ich jetzt hier sage, ist, hör auf deine innere Stimme, würde ich hier sagen. Ja, was deine innere Stimme dir auch sagt, mach das. Ja, ja, hier ist keine schöne Energie, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also hier geht es auch um Eifersucht. Hier geht es auch um ein Geständnis. Vielleicht erfährt man hier etwas. Vielleicht sagt der andere etwas. Vielleicht hast du etwas herausgefunden. Du weinst. Du bist hier voll und ganz in einer Situation, in dem du sagst, oh mein Gott, ich habe jetzt hier etwas herausgefunden. Oder der Partner, jemand hat dir etwas gesagt. Es geht natürlich hier in dieser Situation, bei diesen Karten, stark um Eifersucht. Ja, wenn der andere vielleicht auch ein Control-Freak ist, nachschaut, sich Sorgen macht, geht er mir fremd, ist er ehrlich? Also hier tatsächlich kann ich nur über Liebe reden. Bei diesen Karten hier geht es nur um die Liebe. Es geht hier um zwei Menschen, die Probleme haben. Es geht hier um eine Person, die hier leidet. Ja, wie gesagt, vielleicht geht es hier um Fremdgehen. Vielleicht hat er etwas hinter meinen Rücken gemacht. Ich habe das später mitbekommen. Ich trauere. Mir tut es so weh, dass er mit jemand anderen schreibt oder dass sie mit jemand anderen schreibt. Weil wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es unbedingt hier eine Frau sein muss, die hier quasi leidet. Das kann auch ein Mann sein. Es gibt auch Männer, die leiden. Natürlich gibt es auch Männer. Aber hier wird etwas gesagt. Hier kommt eine Wahrheit ans Licht. Das ist schon mal sehr gut, liebe Zwillinge. Weil die Wahrheit sollte immer ans Licht kommen. Und Lügen haben kurze Beine. Okay? Also hier kommt ein Geständnis. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Okay? So, machen wir mal weiter, liebe Zwillinge. Ich sage jetzt nicht, dass du eine schlechte Legung hast. Das ist jetzt hier, Leute, gehen wir mal davon aus, manchmal sage ich das auch selber, das ist klar, ich bin auch ein Mensch. Ja, ich sage, wow, tolle Legung, positive Legung, natürlich, aber es gibt nicht schlecht und gut. Es gibt einfach Legungen, in denen man zu gewisse Situationen, man kommt zu Bestätigungen und hier kommt eine Bestätigung, hier kommt ein Geständnis, ja. Etwas, was du erfährst, sagen wir mal so. Das ist wie wenn jemand hier egoistisch war. Ja, egoistisch war und nur an seinen Erfolg gedacht hat. Nur an seine Prioritäten und nicht an den anderen. Und natürlich versucht man jetzt hier das Beste rauszuziehen. Wenn es jetzt hier beruflich ist, eine berufliche Situation, weil die Karten müssen ja nicht immer alle ähnlich sein. Also sagen wir mal, diese Situation muss nicht mit der resonieren. Nein, muss nicht. Stell dir jetzt mal vor, liebe Zwillinge, du bist jemand, der wirklich viel gegeben hat. Aber du hast gemerkt, dass um dich Menschen sind, die egoistisch sind. Anstatt sie geben, nehmen sie nur. Und das willst du nicht mehr. Du willst jetzt hier eine Person haben, die wirklich dir zeigt, ja, wie wahre Liebe ist. Du kannst es ja auch selber wissen, es ist klar, wir müssen es selber lernen. Aber du möchtest auch jemanden finden, der wirklich weiß, wie es geht. Weil du bis jetzt hier Menschen gefunden hast, die irgendwo auch egoistisch sind. Natürlich kann das ja auch beruflich sein, das kann ja auch in der Familie sein, dass du jetzt sagst, du hast einen Sohn, eine Tochter, eine Schwester, einen Bruder, der ganze Zeit von dir nimmt. Also ich habe das Gefühl, hier geht es auch um Geld. Dass irgendjemand hier, ich sage jetzt nicht abgezockt, aber weißt du, wenn ich jemandem mit Geld helfe, ich bin immer da, ich
unterstütze dich. Und diese Person merkt das gar nicht, sieht das gar nicht. Und jetzt ist es so, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Es hat nichts damit zu tun, wer ist der Sieger. Weil ich habe das Gefühl, dass jemand hier egoistisch war. Und dass dieser Situation wirklich ziehen konnte, was er ziehen konnte. Und aber auf der anderen Seite nichts dagelassen hat. Ja? Und deswegen dieses Geständnis, dass man hier die Wahrheit erfährt, dass man hier sieht, mit wem man zu tun hat. Lieber schaut man die Wahrheit ins Gesicht, als mit jemandem zusammen zu sein, der nur lügt, der hier nur vielleicht einem auch hintergeht oder eine Tochter, ein Sohn, der hier etwas verheimlicht und du als Mutter, du machst dir zu viele Sorgen, du hast wirklich alles gegeben, du hast wirklich gedacht auch, dass du falsch handelst, ja, weil manchmal gibt man sich auch die Schuld als Mutter, als Vater, dass man nicht die Dinge richtig macht, aber dann merkst du doch, dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern eher mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, der irgendwie vielleicht auch, das hat, weißt du hast ihn gut erzogen, aber manchmal sind es auch die Freunde. Freunde, die einen schlechten, wie sagt man das? Oh, mir fällt es nicht ein, liebe Zwillinge. Sie haben einen schlechten Einfluss auf ihn oder auf sie. Verstehst du, was ich meine? Weil hier merkt man mit dem Page auch jemand Jüngeres. Also es könnte gut sein, weil ich gehe immer davon aus, die Pagen sind junge Menschen. Ja, meistens immer, Leute, immer, wenn ich Karten lege, im Privaten, sind die Pagen, die Ritter, die Königin, sind immer Menschen. Menschen, die Einfluss haben in dieser Situation. Und ich denke, hier geht es natürlich nicht nur um Personen, es geht hier um eine Situation, aber es geht hier auch um Geld. Ja, und ich möchte nicht mein Geld irgendwie verpleppern oder ich möchte jetzt nicht mein Geld ausgeben für Personen, die mich ausnutzen. Ja, das kann ja auch gut sein. Du hast jetzt hier diese Person geholfen, wie du konntest, mit Geld. Diese Person hat aber dieses Geld in schlechte Dinge benutzt, ja? Zum Beispiel Spielen, Rauchen, Droge, egal was es ist. Und du sagst, nee, fertig, jetzt reicht's, ja? Die Wahrheit kommt ans Licht. Hier ergibt sich ein Geständnis, also ich muss mal schauen, wie ich das nennen werde. Wahrscheinlich die Wahrheit kommt ans Licht, weil das ist hier wirklich so. Weil man kann ja nicht mehr so sein, also man, das geht ja gar nicht. Ja? Das ist wie wenn hier jemand auch versucht, immer die Nummer 1 zu sein. Ja, zu gewinnen, aber was willst du gewinnen? Um was geht es hier? Das geht hier um Gefühle. Es geht hier damit, dass ich andere Menschen nicht verletze. Es geht hier nicht um meine Impulsivität. Es gibt Menschen, die sehr impulsiv sind. Vielleicht geht es hier auch um eine Liebessituation, ja? In einer Liebessituation, in dem jemand hier zu weit gezogen hat. Ja, und das geht einfach nicht mehr. Du hast hier irgendwie mit deiner, weißt du, es gibt auch Menschen, die anderen Menschen beschuldigen, ohne dass sie etwas gemacht haben. Hey, du gehst mir fremd. Hey, du hast das gemacht. Nein, du hast dich so benommen. Und obwohl das gar nicht stimmt. Und du ziehst an diesem Sein und er geht kaputt. Ja, sagen wir mal so. Okay, schauen wir mal, liebe Zwillinge, was uns die Erzengel, ja, das sind, glaube ich, die Erzengel, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon, da muss ich nochmal mir die Karten anschauen, weil ich habe ganz viele von Doreen. Also ich liebe die Karten von Doreen. Ich lege sie auch euch am Herzen, wenn ihr selber mal Karten ziehen wollt. Solche Karten, ne? Das ist wirklich schön. Mut. Erzengel Ariel. Das sind Erzengel. Sei mutig und stehe zu deinen Überzeugungen. Das ist ja das. Stehe zu deinen Überzeugungen. Hier kommt die Wahrheit ans Licht. Du hast etwas verstanden. Du hast hier gecheckt, wie die anderen mit dir umgehen oder wie der andere mit dir umgeht. Ich weiß ja nicht, um was es hier geht. Aber du stehst dazu. Du hast diesen Mut. Du konfrontierst dich hier, weil ich sehe hier eine Person, die Klarheit schafft. Sie sagt, nee, so geht das nicht mehr. Kann aber auch gut sein, du hast jetzt mit einem Zwilling zu tun. Und du sagst, um Gottes Willen, ich kann mit dieser Person nichts anfangen. Diese Person benimmt sich auch kindisch, kann ja auch gut sein. Manchmal gibt es Menschen, die einfach nicht wachsen und sich keine Verantwortung übernehmen. Sie bleiben Kinder. Leute, natürlich ist Kindsein auch schön, aber wie? Wie? Man darf nicht vergessen, dass wir erwachsen sind, ja? Und wir dürfen nicht, zu viel an diese Gas betätigen. Also ich sag ja, zu oft bremsen wir, aber auch nicht zum Gas drücken und sagen, okay, ich bin jetzt hier irgendwie in einem erwachsenen Körper, aber innen drin fühle ich mich wie 10 und ich benimm mich auch so. Versteht ihr das? Also
Kinder, die verwöhnt sind. Kinder, die immer Recht haben müssen. Und so passiert das auch als Erwachsene. Menschen, die kaum an sich arbeiten und solche Schwierigkeiten haben, werden immer so bleiben. Ja? Bis man das versteht, vielleicht in einer anderen Inkarnation, vielleicht kommen sie 10, 20 Mal, bis sie das verstehen. Ne? Das ist klar. Okay, schauen wir mal, liebe Zwillinge, was hier uns die Karten sagen bezüglich den Sternzeichen, mit welchen Sternzeichen du zu tun hast, oder Aszendent, Mond, Venus, Krebs, Skorpion, lauter Wasser, lauter Wasserelemente. Leute, hier geht es mit, also hier hat man wirklich mit Wasser, mit Emotionen zu tun, sehr stark. Also Skorpion kann nicht mehr fehlen, das ist klar, Krebs. Und dann hast du hier Fische noch, die haben wir ja gar nicht. Und Jungfrau, wir haben hier auch noch Jungfrau, wenn es dir etwas sagt, liebe Zwillinge. Wie gesagt, kann ja auch gut sein, das ist hier dein Aszendent Mond. Ja, kein Wunder, dass du jetzt hier auch sehr intuitiv bist, weil du hier auch im Wasserelement sein könntest. Und Wasserelemente sind tatsächlich immer sehr intuitiv. Sie haben immer diesen sechsten Sinn. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Okay, liebe Zwillinge, ich würde hier sagen, das war's. Ja, die Wahrheit kommt ans Licht. Du bekommst hier ein Geständnis, kann auch gut sein, du erfährst etwas, du sagst hier, hä, ich habe dieser Person geholfen oder ich habe gedacht, dass er aufgehört hat, und doch erfährst du dann die Wahrheit. Das könnte ja auch gut sein, ja. Sagen wir mal, hier geht es wirklich um etwas, was nicht bis jetzt rausgekommen ist oder was du vor kurzem auch erfahren hast. Kann ja gut sein, du bist mittendrin in der Situation, ja, liebe Zwillinge. Also ich freue mich auf jeden Fall über einen Feedback. Über einen Daumen nach oben, liebe Zwillinge, falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, lege ich es dir ans Herzen, ja, damit dieser Kanal auch wächst und du auch Teil bist von dieser Energie, von das Kollektive natürlich, ja. Pass auf dich auf, mach's gut, ciao.